Die große Morillo Kaufberatung mit wem natürlich? Mit Dieter Glasbrenner. Ich grüße dich herzlich, Dieter. Hallo Sven, sei gegrüßt. Ja, du selbst fährst ja selbst Morillo, hast einen Liner. Was kann man hinten reinfahren bei dir? Ein Fiat 500 oder ein Smart. Ja, das ist gut, ja. Denn die Beratung hier jetzt in Schlüsselfeld, die hat unglaublich gewonnen, dadurch, dass ihr mehr Platz habt. Hier steht übrigens der allererste Morillo, der Palace, der, glaube ich, hier gebaut wurde von euch vor 12 Jahren. Ja, 13 Jahre ist zwischenzeitlich her. Da gab es hier oben noch nichts, das haben sie unten in Schlüsselfeld gebaut, das erste Fahrzeug. Und auf der Messe in Düsseldorf ausgestellt im Jahr 2009. Müsste das gewesen sein und seit 2011 wird er hier oben produziert. Ja, hier sieht man. Ja, viel Beratungsaufwand. Du bist im Vertrieb hier bei Morillo, machst die Beratung teilweise über Handy, teilweise hier im stationären Handel. Es gibt ganz viele verschiedene Kundentypen. Also viele hatten vielleicht schon mal ein Auto, sind informiert, wissen genau, was sie wollen. Aber ganz viele fangen auch bei Null an. Und das, für die wollen wir eigentlich heute mal das Video machen, dass wir mal so ein bisschen zeigen, was gibt's denn so alles? Weil hier steht überall Morillo, die Typenschilder sind ja bei euch an der Seite. Was zum Beispiel viele nicht wissen, ist, dass der Home zum Beispiel eigentlich ein ganz tolles Auto ist für Leute, die ein kleines Wohnmobil gerne haben möchten. Da gibt's ja, ich sag mal, dem demnächst auch, News mit allen drum und dran. Aber wir sehen, der Palace, und das ist auch so ein Thema mit 10 verschiedenen Grundrissen, mit allen drum und dran. Wie gehst du da vor? Die Leute gehen hier durch, damit die nicht noch verwirrter sind wie vorher. Ja, also ich sage mal, es gibt selten, dass jetzt noch niemand eine Reise gefahren hat oder Morillo nicht kennt. Die meisten sind schon vorinformiert und haben ja durch YouTube und unheimlich viele Social-Media-Kanäle sich informiert. Die kennen sich schon aus, was aber immer sein muss. Man muss sich so ein Fahrzeug, man muss rein, man muss das Auto fühlen. Riechen. Man kann riechen, man sieht es zwar auf dem Grundriss, aber wenn man in so ein Fahrzeug reingeht, dann sieht es ganz anders aus. Und das muss man erleben. Deswegen auch eine Handyberatung, die kann nur bedingt helfen. Also wenn man so ein Auto sich tatsächlich bestellt, ich höre die Leute zu, die erzählen erstmal, was sie so vorhaben, was ihre Pläne sind. Und dann kann man relativ schnell anhand der Erfahrung, die man hat, auf das richtige Fahrzeug und auf den richtigen Grundriss irgendwo eingehen. Ja. Es gibt so ein paar Kernfragen, bis 7,5 Tonnen, über 7,5 Tonnen. Und ja, natürlich auch das Budget spielt eine Rolle, ganz klar. Ihr habt verschiedene Baugruppen. Vielleicht eine Besonderheit ist einmal, ihr habt immer zum Beispiel Palace, dann habt ihr Palace Liner, dann habt ihr Loft. Loftliner, ja. Was ist denn so das Größte, was ihr habt? Ist Palace das Größte oder geht da noch drüben mehr? Bis 7,5 Tonner ist der Palace unser größtes Fahrzeug. Und über 7,5 Tonner gehen wir dann über einen Palace-Liner, einen Empire-Liner zum Grand Empire. Also das heißt, über 7,5 Tonner hat man dann einfach auch nochmal unterschiedliche Modellreihen. Und bis 7,5 Tonner, da ist so der Palace unser meistverkauftes Produkt und auch unser Flaggschiff, kann man sagen. Das kristallisiert sich einfach Grundrisse raus, die sind sehr beliebt und mit dem hat man immer so eine Trefferquote von zumindest mal 50%. Welcher Grundriss ist der beliebteste? Der Palace 88 LB derzeit, 9 Meter Länge oder kurz knapp unter 9 Meter und hat ja einfach alles drin, wo man kompromisslos sich wohlfühlen kann. Und der hat einfach mit 8,99 Meter noch ein kompaktes Maß. Aber wie gesagt, der Innengrundriss einfach ideal für ganz viele Vorhaben, die man unternehmen kann. Ja, man ist jetzt hier in der Ausstellung. Die Ausstellung hat nahezu alle Fahrzeuge da. Habt ihr den ganz großen von der Messe, den habt ihr nicht hier? Den haben wir hier im Werk, aber nicht in der Halle. Wir haben jetzt hier einen Empire Liner als 10,30 Meter Fahrzeug, 100 GB, auch mit Garage, mit PKW-Garage für ein Smart. Auf dem Actros ist ja unser größtes Fahrwerk, das wir verbauen, mit 18 Tonnen, zwischenzeitlich auch mit 26 Tonnen, ein Dreiachser. Und wir haben jetzt hier den Empire Liner ausgestellt und den Grand Empire, den haben wir bei uns hier auf dem Hof. Da kann man dann individuell mit den Interessenten sich solche Fahrzeuge anschauen. Das Spannende ist, ihr spart nicht zwingend am Material. Die Wanddicke zum Beispiel, was haben wir hier? Wir haben ab der Baureihe Empire 5 cm dicke Wände und alle
Fahrzeuge, die unterhalb vom Empire sind, sind immer 4 cm dick. Also auch ein Home, ein Luft, ein Palace haben immer diese 4 cm dicken RTM-Schaumplatten als Kern in der Wand. Und beim Empire Liner und beim Grand Empire, da brauchen wir ein bisschen mehr Statik, deswegen haben wir da noch dickere Platten verbaut. Darf ich mal was Blödes fragen? Ist der hier weiß und der Hinter hat eine andere Farbe? Oder täuscht das? Das täuscht. Also das täuscht unheimlich, je nachdem, welche Beleuchtung wir in der Halle haben. Die haben dieselbe Farbe? Die haben beide dieselbe Farbe. Da gibt es keine Unterschiede. Tatsächlich eine Täuschung durch die Lichtverhältnisse in der Halle. Krass. Ja. Das ist cool. Ja, du hast hier die Auswahl, die Qual der Wahl. Wo ist denn der 88 LBE? Steht er hier? Den haben wir hier stehen. Der steht ein paar Meter vor uns. Der vorletzte Palace müsste das sein. Ja. Und da sagst du, da ist die Trefferquote schon hoch? Da ist die Trefferquote am höchsten, sagen wir es mal so. Also der Grundriss wird am meisten verkauft, weil man hier tatsächlich mit 9 Meter Außenlänge, wie gesagt, ein kompaktes Maß hat. Der größte Vorteil bei diesem 88er oder immer bei den B-Grundrisse, man hat vorne drin immer eine lange Couch. Also B wird abgeleitet von Bank. Und immer wenn man dieses B im Fahrzeug drin hat, hat man generell vorne auf der Fahrerseite, hinterm Fahrersitz, eine lange Couch. Und auf die kann man sich legen. Die hat 1,75 Meter oder 1,80 Meter, je nach Modell. Und da kann man sich dann einfach auch mal vorne hinlegen. Und deswegen hat der so einfach diese meisten Möglichkeiten, wo man sagt, da trifft man eigentlich jeden Geschmack. Den gibt es mit Barversion, den gibt es mit Lounge-Variante. Achso, das kann ich noch wählen. Das kann man wählen, ja. Man kann viel an der Ausstattung wählen. Aber generell diese lange Couch hat der B-Grundriss immer mit dabei. Sollen wir mal reinschauen? Kurz. Ja, klar. Ich würde das mal sehen. Denn vielleicht noch mal kurz noch mal zum Konzept. Die Wohnmobile unterscheiden sich wesentlich gegenüber günstigen, vollintegrierten Wohnmobilen, die ja keinen Doppelboden haben. Also es gibt auch Baureihen, sogar bei euch im Konzern, sage ich jetzt mal, jetzt nicht bei Morelo, sondern bei anderen. Ja. Da fehlt zum Beispiel hier diese Doppelboden, die haben auch keine Heizung mit warmem Wasser zum Beispiel. Ja. Das ist hier bei euch Standard. Ja klar, also das gibt es für alle Modelle ausschließlich nur mit einer Warmwasserzentralheizung. Ab dem Home haben wir eine alte Heizung eingebaut. Eine Gaszentralheizung und beim Grand Empire verbauen wir eine Share-Heizung mit auf Dieselbasis, aber immer Warmwasserzentralheizung, kein Gebläse. Und der Hauptunterschied ist jetzt nicht nur dieser Doppelboden, sondern diese vollisolierten Fahrerhäuser. Weil hier wird mit sehr viel Aufwand in jedem Modell das Fahrerhaus umgebaut. Das heißt, wir haben im Fahrerhaus keine Stufen, rückt mit dieser mit dem Fahrersitz und mit dem gesamten Armaturenbrett um 80, 90 cm weiter Richtung Windschutzscheibe. Man sitzt praktisch über dem Motor und das Fahrerhaus wird dann voll isoliert. Es ist ein eigenständiges Morelo-Fahrerhaus und hat nichts mehr mit dem Original Iveco zu tun oder mit dem Fahrerhausblech von Iveco. Das wird alles eliminiert. Sensationell. Thema Basisfahrzeug. Ich nehme an, die meisten eurer verkauften Fahrzeuge sind unter 7,5 Tonnen, oder? Ja, Dieter? Die Großzahl. Also die meisten sind immer unter 7,5 Tonnen. Es kommt daher in Deutschland natürlich großer Markt. Da haben die älteren Herrschaften alle noch einen Führerschein bis 7,5 Tonnen, die Klasse 3. Im Ausland schon nicht mehr. Da muss man dann tatsächlich auf den Führerschein entweder C1 oder gleich auf der C zurückgreifen. Und deswegen hat man hier, und das möchten viele einfach, wenn man älter ist, nicht mehr machen, einen Führerschein. Ihr habt eine Fahrschule jetzt, die hat die ersten Prüflinge abgesondert, ich glaube vor ein paar Tagen. Ne, diese Woche. Ich habe schon die ersten glücklichen Gesichter gesehen. Gestern war Prüfung. Was haben die gemacht, C oder C1? Ein C und manche machen jetzt noch ein CE mit dazu, mit Anhänger. Mhm. Weil den muss man auch noch mal separat machen, wenn man mit einem Fahrzeug über 7,5 Tonnen einen Anhänger über 750 Kilogramm ziehen möchte, braucht man die Lizenz CE. Und die kommt jetzt noch im Anschluss für einige. So, ihr habt ein ganz pragmatisches System gewählt, das nicht proprietär ist. Das bedeutet konkret, dass man also hier bei diesem System verschiedene Baukomponenten miteinander kombinieren kann. Das macht das macht es unglaublich ausfallsicher. Das heißt, du hast nicht ein System, was komplett aufeinander aufbaut, sondern alles kann mit allem kombiniert werden, mit verschiedenen Herstellern sogar. Ja, also das sind alles in sich geschachtelte Systeme, die man aber zum Gesamtsystem zusammenbaut.
Und man hat einfach den Vorteil, wenn man das ab Werk gleich richtig oder vollständig mit Elektrokomponenten bestellt, dann sind die A geprüft und B, wenn irgendwo mal ein Problem sein sollte, dann kann man über die Hotline schnell eingreifen und kann helfen und kann unterstützen bei der Fehlersuche. Ja, ich kenne Büttner jetzt nur aus dem Fernreisebereich. Also da war das im Einsatz, ja klar, jetzt kenne ich euch ja, ihr habt Büttner schon ewig im Einsatz. Ihr habt nahezu eine Fehlerquote gegen 0% bei Büttner. Ja, also von der Servicefreundlichkeit her hat man die Büttner-Anlage gewählt, weil man einfach ohne groß parametrieren zu müssen oder einen Rechner anzuschließen, die Fahrzeuge konfigurieren können. Und seit wir die einsetzen, hat man einfach ja sehr, sehr niedrige Ausfallquote oder Reklamationen. Bedeutet, ich bin in Spanien, bin da ein Dreivierteljahr, jetzt geht das Ding wirklich mal kaputt. Mhm. Ihr könnt den zuschicken, da wird nichts programmiert. Du kriegst eine Anleitung, das lösen, das machen, das tun. Ja. Schraubst den dran, da geht er gleich wieder. Wenn man handwerklich geschickt ist, kann man sowas machen. Oder man kann auch, in der Werkstatt jemand anweisen, der den einbaut. Aber man muss tatsächlich nicht mehr mit dem Rechner, so wie jetzt bei unseren anderen Systemen, irgendwas programmieren. Die sind über ein paar Tippschalter einstellbar und dann laufen. Also die werden bei euch, wenn die versendet werden, dann, ihr kennt ja das Fahrzeug, könnt ihr die Tippschalter schon einstellen. Genau. Der geht in eine Kfz-Werkstatt, sagt bitte einmal tauschen, wenn er das nicht will oder macht selber. Richtig. Und ja, das ist so der große Vorteil, wenn man Systeme verbaut und nicht der Auto individuell mit unterschiedlichen Systemen konfiguriert und nachher weiß keiner mehr, was hat man denn tatsächlich oder was hat jemand anders noch am Fahrzeug verbaut. Mhm. Und man kann dann vom Service her nicht mehr eingreifen. So, jetzt ist das hier ja ein Gerät, das könnte jetzt, keine Ahnung, was könnte das sein, wenn ich jetzt nicht wüsste, ich weiß ja, was es ist, ja, aber steht ja drauf, ja, aber was kann das Ding denn alles jetzt mal für Laien? Ja, also da haben wir ein Kombigerät, Inverter Kombi Charger steht auch drauf, mit 3000 Sinus und einer Ladeleistung von 120 Ampere. Das heißt, wir haben hier ein Kombigerät, mit dem man sowohl die Batterien laden kann. Das heißt, wenn man einen Stromanschluss hat, einen Landstromanschluss ans Fahrzeug bringt, dann können die Batterien bis 120 Ampere laden oder kann dieses Gerät 120 Ampere Ladestrom liefern und die Batterien werden relativ schnell wieder aufgeladen. Ich bin am Stellplatz zum Beispiel. Am Stellplatz oder am Campingplatz. Das heißt, generell, wenn ich von außen 220 Volt zuführen kann, kann ich mit dem Ladegerät die Batterien laden. Was viele nicht wissen, wenn diese Batterieladung mit 120 Ampere arbeiten muss, dann läuft in der Regel im Inverter oder in diesem Ladegerät ein Lüfter an. Und der kann zum Beispiel, wenn man schlafen möchte, störend sein, weil genau drüber befindet sich das Bett. Und dafür hat es dann im Büttner eine Funktion, eine Fernbedienung. Da kann ich diese Ladung auf 60 Ampere reduzieren. Dadurch schaltet sich dann der Lüfter ab, die Batterien werden trotzdem geladen, aber ich habe nicht mehr dieses Lüftergeräusch im Fahrzeug. Also eine Funktion, wie gesagt, das Laden von den Batterien. Die zweite Funktion ist der Wechselrichterbetrieb, sprich ich habe keinen Landstromanschluss. Also das ist das hier, das ist der Wechselrichter. Ich bin jetzt zum Beispiel auf der Wiese und habe keine Stromleitung dran. Genau. So, dann kann ich ja, das hier ist ja eine ganz normale 230 Volt. Jawohl. Und die geht trotzdem? Die geht, wenn ich von innen der Wechselrichter anschalte, dann kann dieser Wechselrichter, der heißt Wechselrichter, weil er Gleichstrom in Wechselspannung umwandelt, kann der bis 3000 Watt Leistung Geräte versorgen. Und mit Batteriestrom, also aus 12 Volt, macht er 230 Volt Wechselspannung und versorgt dann praktisch sämtliche Steckdosen oder Elektrogeräte mit Wechselspannung. Dieter, wenn du mal gerade so nett bist, da mal reinsteigst, helf mir mal. Weil da drunter ist ein Kraftwerk von Super B. Da haben wir jetzt bei dem zwei Batterien drin. Zwei Batterien. Ihr habt die neuen schon drin, 340? Da sind die neuen schon drin, genau, mit 340 Amperestunden. Die können 300 Ampere, können die Entnahme? Entladestrom liegt bei einer Batterie bei 300 Ampere. Und dafür ist auch wichtig und auch da muss man drauf achten, wenn man Geräte mit Wechselrichterbetrieb mit Wechselrichter betreiben möchte, also leistungsstarke Geräte, müssen immer zwei Batterien eingebaut werden. Ich muss zwei Batterien parallel schalten, weil sonst dieser Entladestrom für die Batterie
auf Dauer schädlich wird, diese hohen Ströme. Und man darf nie vergessen, wir haben, obwohl wir versuchen, natürlich so viel wie möglich Komfort für die Kunden zu bieten, wir haben immer noch die Physik, die hat ihre Grenzen, die muss man kennen. Und wir klären die Kunden auch auf, wenn sie Wechselrichterbetrieb mit ihren Geräten machen, was das für die Batterien zum Beispiel bedeutet. Und wir werden auch zukünftig nochmal jeden Kunde, wenn er wünscht, dass wir diesen Wechselrichterbetrieb für die Geräte, zum Beispiel Klimaanlage oder Induktionskochfeld freischalten, welche Ströme da fließen und auf was er achten muss. Ja, bedeutet konkret, dass ich ja während der Fahrt die Klimaanlage laufen lassen könnte, die auf 230 Volt läuft. So, und das bedeutet aber auch, dass hier wirklich viel Strom fließt. Ja. Also angenommen, die Klimaanlage nimmt jetzt zum Beispiel 1000 Watt, dann reden wir ja hier bei 12 Volt von 80 Ampere ungefähr. Ja, 4,3 auf der 230 Volt Seite und das mal 20 ungefähr. Ja. Das heißt, es fließen ca. 86 Ampere aus der Batterie raus, solange ich ein Gerät mit 1000 Watt betreibe. Oh, das ist ja noch harmlos. 300 kann die, 86 könnte die wahrscheinlich auch dauerhaft. Die. Aber wenn zwei dran sind, habe ich doppelt so viel Strom. Richtig, das addiert sich also. Wenn ich jetzt 2000 Watt dranhänge, fließen entsprechend 170 Ampere und hänge ich nochmal ein Gerät dran, weil der Wechselrichter kann das mit 3000 Watt, dann fließen 270 Ampere aus der Batterie raus, 260 Ampere. Und das wird dann einfach für die Batterie auf Dauer zu viel. Die kann das, aber nicht ein Leben lang, sagen wir es mal so. So, die Batterien halten sehr lange. Ja. Das heißt, Super B gibt auch, ich glaube, 5 Jahre mittlerweile garantiert. Ich bin mir nicht sicher, aber das bitte mal klären. Du hast vielleicht noch eins, weil, wenn wir gerade dabei sind, weil das wissen viele auch nicht. Du hast gerade darüber gesprochen, wenn man während der Fahrt die Klimaanlage laufen lässt, dann passiert Folgendes, gucken Sie gerade noch mal hier an, dieser Ladebooster. Ja. Hier sitzt ein Ladebooster, auch von Büttner. Warte kurz, ich komme gerade mal rum. Und der hat die Aufgabe, über die Lichtmaschine Strom in die Batterie zu transportieren, um die zu laden. Ja. Und wenn jetzt ein Verbraucher mit eingeschaltet wird, dann läuft der immer auf voller Stufe. Also das heißt, auch dieser Wechselrichter oder dieser Ladebooster kommt an seine Leistungsgrenzen. Mhm. Und wenn das heißt, der schiebt die ganze Zeit von der Lichtmaschine Strom nach in die Batterien. Genau, über diesen Ladebooster, der zieht praktisch hier über diese dicke, 16 Quadratkabel, die kommen von der Lichtmaschine, schiebt der praktisch Batterie in die Batterien rein. Und wenn der dann noch die Klimaanlage während der Fahrt betreiben muss oder Spülmaschine, was auch immer, dann läuft er unter voller Leistung. Ja, also auch da immer dran denken, man muss immer wissen, deswegen klären wir die Leute auch in Zukunft nochmal mehr drauf oder machen wir sie nochmal sensibler für das Thema, was passiert physikalisch mit denen. Also bedeutet konkret, auf was man achten kann, ist, dass zum Beispiel nicht mehrere Geräte gleichzeitig laufen. Ja. Es gibt ja große Liner, die haben mehrere Netze drin. Ja. Das heißt, da kommen mehrfach 16 Ampere raus bei 230 Volt. Das sind aber die ganz großen, die ihr habt. Die kleineren haben meistens eine Phase, oder? Ja, genau. Okay. Und zum Beispiel im Grand Empire, da haben wir zwei dieser Geräte drin, zwei Wechselrichter. Da wird die eine Seite mit einem Wechselrichter versorgt, die andere Seite mit einem anderen Wechselrichter. Und da habe ich dann natürlich schon, da wird schon besser aufgeteilt, aber trotzdem physikalisch gesehen passiert da ganz, ganz viel in den Batterien. Also wenn ein Kunde sagt, ich habe hier einen ganz hohen Strombedarf, an dich wenden, dann man kann da aufrüsten, das geht schon. Also aber für die normalen Sachen, also wenn ich zum Beispiel jetzt die Haare föhne, geht das denn mit dem Wechselrichter? Ja, ich sage mal bei 1000 Watt und man betreibt das nicht ewig, überhaupt kein Thema. Dafür sind auch die Geräte gemacht, aber nicht so, dass man wie zu Hause aus einer Steckdose raus unendlich Strom ziehen kann. Da gibt es einfach Grenzen und da muss man dann individuell beraten und auch wissen, was will der Kunde, wie will er das Fahrzeug betreiben elektrisch und da kann man dann schon beraten und aber auch wichtig die Grenzen aufzeigen. Das ist wichtig, also denkt dran, denn hier ist die Beratung, fängt von Anfang an, bedeutet, dass man also
du kennst das ja, wenn ein Haus gebaut wird, da muss geplant werden und da ist es besser, du nimmst dann erst, ich sag mal, du planst vielleicht die Heizungsanlage, du planst das Elektriknetz, die Wärmepumpe, die du dann vielleicht einsetzt, das Dach muss geplant werden, die, also das ist ein richtiges Haus hier. Und, aber die Basiskonfiguration, habt ihr weniger wie 3000 Watt, Büttner, im Einsatz bei den Fahrzeugen oder fängt das da an? Nee, also das haben wir, wenn man ein Elektropaket mit dazu bestellt, bekommen wir immer gleich der Büttner mit 3000 Watt dazu. Viel wichtiger ist, und das muss man auch wissen, wenn auch dann die Kunden denken, naja, da spare ich vielleicht erstmal drin und rüste später nach, da sind auch 120 Quadratkabel verlegt. Also unheimlich dicke Leitungen, weil dieser hohe Strom, dafür braucht man diese dicken Kabel mit 120 Quadratmillimeter. Und wenn man dann nachrüstet, muss man auch an die gesamte Verkabelung ran. Nochmal, man kann Morello kaufen ohne Wechselrichter? Ja, klar. Das geht? Das geht, ja. Machen das Leute? Bei mir nicht. Okay. Ich kann nicht für alle reden, also ich würde keinen ohne verkaufen. So, jetzt ist hier eine Hubstützenanlage eingebaut. Ich habe mich jetzt für keine entschieden, weil ich bin ja schon ein bisschen unterwegs und klar braucht man die immer, aber wir mussten ein Fahrzeug konfigurieren, das möglichst leicht ist. Das Thema Gesamtgewicht wird bei euch in der Planung ausgewiesen. Stimmt das einigermaßen? Das stimmt nicht nur einigermaßen, das stimmt also relativ genau. Klar muss und genau muss ich sagen, weil wir selbst schon, wenn wir solche Fahrzeuge konfigurieren, machen wir schon Gewichtsbilanzberechnungen. Also unsere Kalkulationstabellen beinhaltet auch immer gleich die Gewichte, die Gesamtgewichte plus Gewichtsverteilung auf die einzelnen Achsen. Und da achten wir dann schon drauf, wenn wir ein Fahrzeug zusammenstellen, dass wir noch genügend Zuladung haben. Und unser Hauptkriterium ist immer die Vorderachse, weil die Vorderachse hat am wenigsten Zuladung. Und da versuchen wir dann schon beim Konfigurieren klar darauf einzuwirken, dass diese Vorderachse nie überladen wird. Und zwar immer, wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Sitzplätze eintrage, gehen wir auch davon aus, dass 4 Personen mitfahren. Und da ist so diese Kunst, dann diese Gewichte zu berechnen. Aber wir werden kein Auto, sagen wir mal, bauen, ohne dass man noch Zuladung hat oder sagen wir so viel Zuladung hat, dass es noch gut handelbar ist. So, jetzt hat man ja hier einmal diesen Iveco Daily, den kennt man, der ist oft zum Beispiel bei Straßenmeistereien im Einsatz, in der Autobahn, da siehst du den oft. Ja. Da ist wirklich so ein kleiner Daily drunter. Wie habt ihr das denn geschafft, dass die Räder nicht ganz nach innen stehen, weil der Radstand ist ja viel, viel kleiner? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir sehen jetzt hier die meistgewählte Option, eine Aluminiumfelge. Aluminiumfelge hat eine andere Einpresstiefe als eine Stahlfelge, das heißt, da wird automatisch dieses Rad schon mal um ca. 5 cm Richtung Wand verlängert oder die Achse wird verbreitert, so muss man es vielleicht sagen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, wenn man keine Aluminiumfelgen haben möchte, kann man eine Spurverbreiterung, also einen Stahlring draufbauen. Und ganz komfortabel wird das Ganze, wenn man eine White Axle wählt. Eine White Axle ist ein komplett eigener Achskörper. Der wird dann vom Fahrzeugbaumeier eingebaut und da sind die Räder dann relativ plan mit der Außenwand, mit Alufelgen noch dazu. Ist der Wendekreis viel größer dann? Der wird größer, ja. Größer. Ja. Ist das wesentlich oder geht's? Ich kann das nicht, also ich sage mal, das sind circa 1,5 Meter, was der Wendekreis größer wird. Also es wird ein bisschen unhandlicher, so ist aber die Optik. Die Optik und die Straßenanlage, die danken's, oder? Genau, also da, je breitere Spur, desto besser natürlich die Straßenlage und auch die Wankbewegungen. Beim Rangieren, wie gesagt, wird der Wendekreis ein bisschen größer. Aber die Räder sind dann plan zur Außenwand. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Palace kann man ja auch mit 2,50 Meter bestellen, da ist so eine White Axle Pflicht, weil sonst stehen die Räder viel zu weit drin. Also auch da muss man richtig beraten, weil da hat der Kunde in der Regel keine Erfahrung damit. So, Licht. Ich habe mir ein relativ spartanisches Gerät zusammengestellt, damit ich möglichst Gewicht spare. Woran ich nicht gespart habe, sind ein paar Sachen. Ja. Licht, LED habe ich mir natürlich geholt, weil das wiegt sowieso nicht mehr, richtig? Nö, vom Gewicht her sind sie gleich. Aber das Licht ist gut. Ist wesentlich heller, ja. Das Medium. Dann habe ich mir geholt eine Zentralverriegelung, die sehe ich jetzt hier auch. Das bedeutet, ich muss nicht mehr mit dem Schlüssel nach außen gehen, irgendwas abschließen. Genau, man hat eine Fernbedienung und kann dann über die Fernbedienung die Klappen und auch die Garage zentral verriegeln.
So, dann habe ich mir das Dekor geholt. Schön. Das ist. Das hast du dir nicht geholt, das war kostenlos dabei. Das war kostenlos dabei. Nee, da hat mir der Robert drauf gemacht. Ich wollte sogar gar kein Dekor. Okay, also das wäre das Standarddekor für die 2023er Modelle. So, das habe ich jetzt geholt, aber ich habe mir einen Gastank geholt. Das machen viele Gastank? Ja, also Gastank macht natürlich Sinn, wenn man auch im Herbst oder im Winter unterwegs ist. Ich bin nur faul. Das war das. Nur faul, also auch dann macht er Sinn. Gastank hat 120 Liter, das heißt, der hat nochmal die Kapazität von 4,5 Gasflaschen ungefähr. Und der Gasflaschenkasten hat man immer mit dabei. Also auch für den Wintercamper, wenn er dann mal in Urlaub fahren möchte zum Skilaufen, dann hat man die Kapazität von 6,5 Gasflaschen und kommt da schon sehr, sehr lange mit aus. Ja, da sind die Gasflaschen drunter hier? Da sind die Gasflaschen drin. Bei den 23er Modelle haben wir auch wieder was Neues. Man hat im Gaskasten keinen Griff mehr, sondern dieser Gaskasten, der wird von der Klappe nebendrin betätigt. Sag mal. Öffnen und schließen. Wie geht das? Das ist ja tricky. Das heißt. So, da wäre die Fernbedienung. Und da den sowieso keiner braucht, das heißt, ich brauche dann gar keinen Schlüssel mehr außen. Ja, also heute bieten wir auch schon, wenn man jetzt zum Beispiel gar keinen Gasflaschenkasten mehr haben möchte, dass wir zum Beispiel so eine Mini-Waschmaschine einbauen können. Das geht, ab Werk. Der Platz bietet sich hier natürlich ideal an, das geht ab Werk, ja. Habt ihr die Waschmaschinen? Ja, das sind Mini-Waschmaschinen, 3 Kilo. Die habt ihr lagernd, oder? Meistens, ja. Nicht immer. Also die sind echt rar oder sind gefragt. Und wenn wir mal wieder so eine Palette voll erwischen, dann können wir es wieder anbieten. Ja. Aber zurzeit das Thema Materialverfügbarkeit ist eine Spezialität. So, also Festhang. Das Schlimme ist ja, wenn ich über so Fahrzeuge berichte, dass ich ja schon fast betriebsblind bin. Denn man muss das ja immer vergleichen. Viele kommen ja von kleineren Wohnmobilen hier hoch und die kennen die Unterschiede noch nicht. Also hier ist eine Warmwasserheizung drin. Du hast aber auch mehrere Festtanks, die hier verbaut sind. Ich glaube, hier wahrscheinlich 3 Stück, oder? Beim Palace sind serienmäßig immer 3 Tanks drin. Das heißt, ein Frischwassertank mit 360 Liter Kapazität, ein Abwassertank mit 250 Liter und ein Fäkalientank mit 250 Liter. Das heißt, 3 Tanks haben wir verbaut. Wo du gerade drauf zeigst, das wäre die Entsorgungsventile für den Fäkalientank. Das wäre der rote. Und als Entsorgungsventil für den Abwassertank oder Grauwassertank, das wäre der schwarze. Und die laufen dann über ein T-Stück zusammen, sodass man nur einmal einen Schlauch auf der Auslassstutzen anbringen muss. Und dann kann ich beide Tanks getrennt oder gemeinsam entleeren. Ich krabbel denn da drunter und gucke dann von unten, oder wie geht das? Hier eine Klappe. Eine Klappe. Und hier ist dieser Ablassstutzen. Und hier neben drin haben wir den Schlauch. Den macht man hier drauf. Ist so ein Feuerwehr, so ein C-Anschluss wichtig. Der wird dann einfach dicht, dass es nicht tropft. Und dann kann ich diesen Schlauch fortführen in eine Ablassgrube und kann sowohl das Abwasser als auch die Fäkalien entsorgen. Ja, die sind neu. Die waren, glaube ich, vorher unterm Auto. Die sind jetzt irgendwie blau hier rausgeführt, oder täusche ich mich? Nein, du bist jetzt gerade bei was anderem. Das sind nicht die Entlüftungen von den Tanks. Ja, was ist das? Die Entlüftungen sind die Ablassrohre hier irgendwo für den Frischwassertank und für die 100 Liter Wasserstellung. Genau, das ist nämlich, du kannst. Und hier ist die Entlüftung, wenn ich es richtig weiß. Ja. Da ist die Entlüftung, weil ich hatte die letztes Mal unterm Auto. Kann das sein? Also, heute hat man bei jedem, das sieht man hier, bei jedem Fahrzeug, weil die Tanks müssen ja entlüftet werden, also Fäkalietank und Abwassertank werden entlüftet, dass das Wasser einfach abfließen kann. Und hier in dem Bereich kommt jetzt ein Kohlefilter mit rein, der dann praktisch einen Geruchsverschluss oder diese Gerüche von den Tanks verhindert nach außen. Mhm. Na, weil ich kenne das selber auch, also wenn man mal dann 6, 7, 8 Tage das Wasser im Tank hat und man spült immer wieder, dann kommt immer wieder so ein grausamer Geruch unterm Fahrzeug vor. Und das hat man jetzt eliminiert, indem man in diese Entlüftungsleitungen hier einen Kohlefilter einbaut. Der wird mitgeliefert, den kann man hier bloß einstecken. Wie funktioniert das? An welcher Stelle? Das wird rausgeholt, das in der Mitte, oder wie? Dieser Schlauch kommt weg. Ja. Und dafür kommt dieser Kohlefilter. Der liegt jetzt bei mir drin? Der liegt bei dir mit dabei drin. Gut. Ja. Das kann man selber machen? Das kann man selber machen. Den kann man draufstecken. Und auch da wieder wichtig, der sitzt oberhalb vom Tank.
Ja. Weil es darf kein Wasser in der Kohlefilter kommen. Na, wenn der jetzt tiefer sitzen würde und man würde den Tank überfüllen, würde das Wasser reinlaufen und dann wäre der Kohlefilter ohne Funktion. Mhm. Deswegen muss auch der hier oben drin sitzen. Wenn ich den Tank überfülle, ist der Kohlefilter dann kaputt? Nee, jetzt durch diese Bauweise nicht. Also der hat nochmal ein separates Überlaufventil. Ach so, es gibt zwei. Ja. Es gibt ein Überlaufventil und ein Entlüftungsventil. Genau. Okay, verstehe. Genau. Beziehungsweise Entlüftungsanschluss. Nee, pass auf, ich muss das richtig sagen. Das war jetzt nicht ganz korrekt. Der Abwassertank und der Fäkalietank, der wird ja nicht überfüllt. Du kannst nur den Frischwassertank überfüllen. So, und der hat natürlich die Entlüftung ohne Kohlefilter. Du kannst den Abwassertank, das kommt dann oben wieder raus. Ja, also bevor das da rauskommt, dann hast du zu viel gemacht. Okay. Außerdem kann man, wenn der Tank, oder andersrum, wenn der Fäkalietank sich füllt und 100% erreicht hat, dann funktioniert die Spülung nicht mehr. Du kannst eigentlich diesen Fäkalietank nicht überfüllen. Sehr schön. Ja. Boah, was ich heute wieder alles lerne, das ist, finde ich, gut. Mach mal auf, bitte. Soll da mal reinschauen. Heizung, unter anderem, hier sitzt die alte 3020. Jetzt mal eine Frage, der hat jetzt zwei Druckwasserpumpen drin gehabt, warum denn? Ist das eine die Umpumpfunktion gewesen, kann das sein? Ach so, ja. Das drüben, sag mal bitte. Das war die Umpumpfunktion. Weil diese Pumpe, genau. Die sah nämlich vorher, die war nicht von Lilly vorher. Ja, die ist ein neues Fabrikat und hat folgende Bewandtnis: Wenn sich der Abwassertank füllt, hat man in der Regel immer noch Platz im Fäkalietank und kann dann einen Teil von diesem Abwassertank in den Fäkalientank umpumpen. Mit dem Vorteil, ich kann eine Standzeit verlängern, also ich muss nicht gleich zum Entsorger fahren, sondern kann nochmal 2-3 Tage länger warten und kann dann im Endeffekt hier diesen Abwasser in der Fäkalietank umpumpen. Das also ist diese Funktion. Ich verlängere das. Ja. So, 3020, es gibt eine neue Heizung, die noch ein bisschen kleiner ist. Also Platz wäre ja hier für die sogenannte alte Flow. Bestellen das viele eigentlich, diese Verlängerung, die alte Flow? Es wird oft bestellt. Man muss aber auch da die Leute ein bisschen aufklären, bevor sie die bestellen. Man hat eine Verlängerung im Endeffekt von einem 6-Liter Wasserboiler. Das heißt, es wird nochmal um 6 Liter verlängert, hat aber keinen eigenen Gasanschluss, hat auch keinen eigenen Brenner. Das heißt, ich muss genauso natürlich das Wasser mit der oder über diese Zentralheizung anheizen, dass das Wasser warm wird. Also ich habe jetzt das zum Beispiel bei mir nicht drin, weil beim Camping oder im Wohnmobil, da spart man ja auch ein Stück weit das Wasser und steht nicht ewig unter der Dusche. Und ich schalte mir immer das heiße Wasser nochmal vor dem Duscher höher. Dann heizt der Kessel auf 80 Grad und das kann ich gar nicht verduschen, was ich da an Wärme habe. So, ich habe mich jetzt für was ganz Schlimmes entschieden. Ich habe auf der Seite nur eine kleine Klappe gewählt. Okay. Weißt warum? Aber nicht wegen Gewicht, sondern? Nee. Nö, ich habe die nie aufgemacht. Also okay. ich hab auf der Seite, warum? Ja. Da war vorher jetzt eine Waschmaschine drin und ja, so ein System und ich habe die Fahrräder mal von vorne rein. Von der anderen Seite. So rein und ich wollte einfach mal, wir wollten einfach mal ein Fahrzeug konstruieren, das so, ich sag mal, wie ich das aus der Erfahrung her gebraucht habe. Denn du hast die große Klappe normalerweise auf der Seite, die ist immer dabei, richtig? Beifahrerseite hat immer große Klappe. Also ich muss jetzt, beim Palace hat man immer zwei große Klappen. Hast immer zwei große. Und beim Luft oder ab dem Luft und Home kann man dann wählen. Ich zeig's mal, da vorne ist eine. Ja. Das die kleine. Genau, das wäre jetzt die kleine, richtig. Also das wäre jetzt beim Luft die Standardklappe auf der Fahrerseite. Und hier kann ich als Option auch eine große Klappe wählen, so wie auf der Beifahrerseite. So, das ist jetzt ein Loftliner, aber das tut jetzt eigentlich bis auf die Klappengröße nichts zur Sache. Komm, wir gehen mal rein, dass wir da mal zeigen. Der heißt 88 LB. Ja. So, du hast hier vorne hast du noch mal zwei Fächer. Ja. Die sind beim Loft auch nicht, oder? Nee, weil der Luft einen niedrigeren Doppelboden hat. Also okay. Wir haben beim Luft einen Doppelboden, weiß jetzt nicht genau auswendig, auf jeden Fall hat er nicht diese Höhe, dass man hier noch diese das gilt aber nicht. Einbauen kann. Es gilt nicht für den Luftliner, korrekt? Der Luftliner ist wieder ähnlich wie im Palace, ne? von der Größe her. Her. Okay. Größe her. Also das der Luft ist so der hat keine Schubladen, aber Palace oder Luftliner, die haben diese Schubladen drin. Das heißt, der Loftliner ist doch sehr ähnlich dem Palace. Vom Gehäuse her. Vom Gehäuse her. Ist er ähnlich wie der Palace, ja. Sehr schön. Die Aufbautür, auch da, da gibt es nur diese oder gibt es eine günstigere? Es gibt beim Palace auch wieder Grundausstattung immer diese
First Class, oder wie nennen Sie sich diese Sicherheitsaufbautür mit einem Zahlercode oder mit einer Fernbedienung. Das heißt, ich kann hier diesen Code aktivieren und kann selber zwischen 4 und 8 Stellen einen Code programmieren und kann dann ohne Schlüssel oder ohne Fernbedienung die Tür öffnen. Mhm. Und beim Loft und beim Home haben wir eine Tür mit Schlüssel und mit Fernbedienung. Und ich kann beim Loft, wenn ich das möchte, auch diese fürs Glastür mitwählen. Der Loftliner hat sie auch serienmäßig drin. Oh, ich zeig mal gerade, das ist das kostenlose Dekor, was dabei, was heißt kostenlos, ist es im Preis enthalten. Genau. So, dann das, was wir hier sehen, was ist das hier? Ist das so Racing oder? Das nennt sich Carbonoptik. Das ist ein bisschen, ich sag mal, ein anderes Dekor, anderes Design. Die Folie ist robuster und kostet Aufpreis. Ja, einfach ein anderes Design. Man kann auch, das wäre die zweite Variante, und ab im Palace kann man auch wählen, ob man ein Glasdekor haben möchte mit Glasfenster. Hm. Also da kann man dann die gesamte Fläche, was hier jetzt als Carbonfolie ausgeführt ist, mit Glas, mit integrierten Glasfenstern bestellen. Ist schwer? Ja, 120, 130 Kilo ungefähr, je nach Länge vom Fahrzeug. Nur für die Optik? Nein, nicht nur für die Optik. Ich hatte das früher auch gedacht. Ich habe die drin. Das Auto ist wesentlich leiser mit den Glasfenstern. Innen, das heißt, ich höre von außen. Man hört es beim Fahren, hört man viel weniger Windgeräusche. Und auch wenn man im Fahrzeug wohnt, ist es deutlich ruhiger in der Kabine drin. Also, sieht klasse aus. Wie gesagt, ist innen. Aber viel leiser. Ist nicht nur ein bisschen. Leiser, ne? Ja. Das ist viel leiser. Also tatsächlich, es zerkratzt nicht. Die Fenster sind stabiler, aber natürlich das Gewicht, und auch das spielt immer eine Rolle, dass man beim Konfigurieren vom Fahrzeug berücksichtigen muss. Was haben wir hier für eine Wohnwelt? Das wäre die Wohnwelt Novell. Man hat diese, den Couchwinkel im 100 Grad Winkel. Das heißt, warte, ich muss das mal kurz erklären, weil man kann es auf der Kamera nicht sehen. Die Couch ist leicht dem Raum geöffnet. Genau. Ja. Also der Standard, wenn man nicht Novell wählt, hat man hier diesen Schenkel 90 Grad zur Außenwand, und bei der Wohnwelt Novell hat man 100 Grad praktisch. Also das heißt, man hat hier einen bequemeren Einstieg, lockert das Ganze ein bisschen auf und hat dann auch noch mal ein paar Sonderoptionen im Preis enthalten, wie eine Mineralstoffplatte, die ich aber auch einzeln wählen kann. Ich habe hier anstelle einer Klappe 3 Schubladen. Die Nespresso-Maschine wäre mit dabei. Das sind aber alles Optionen, die ich auch einzeln bestellen kann. Mhm. Aber bei der Wahl von der Wohnwelt Novell hat man diese Optionen mit dabei. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Auch hier ist kein Hubbett drin. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen. Ich habe jetzt diesmal kein Hubbett gewählt, weil ich gemerkt habe, ja, haben wir ab und zu mal gebraucht, aber ich habe die absenkbare Tischplatte gewählt. Und so hast du mehr Optionen und hast aber dieses riesen Raumgefühl, oder? Genau. Aber auch daran denke, das geht nur bei der Lounge-Variante. Wenn ich so wie hier eine Barversion habe, habe ich tatsächlich keine Möglichkeit mehr, ein zusätzliches Bett zu bauen. So wird es tatsächlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Was ich toll finde an der, ich hatte ja vorher die Bar-Version, ist, dass du hier bei dem Tisch, das hat alles ein Für und Wider, muss man sagen, ja. Genau. Bei dem Tisch kannst du wunderbar den Tisch absenken, kannst die Beine drauflegen, das Polster drauf machen und hast vorne nochmal eine Art Sofa. Ja, ganz genau. Also ich sage, auch so wie du sagst, auch hier muss jeder für sich entscheiden, was er haben möchte. Die Version ist zum Beispiel wahnsinnig beliebt, wenn die Kunden Hunde mit dabei haben. Die können hier natürlich bequem unter dem Tisch legen. Man hat keinen Fuß drin, da ist nichts im Weg. Und deswegen die Barversion auch für zwei Personen eine sehr, sehr beliebte Wohnwelt oder Variante. Und die andere Variante wäre ja diese Lounge, die es vielleicht ein bisschen gemütlicher macht vom Wohnraumgefühl her. Aber das muss man entscheiden, was man haben möchte. Entfall der Schränke über mir, geht das theoretisch? Habt ihr das schon mal gehabt? Ich noch nicht. Nee. Aber theoretisch weglassen, ja. Das geht in der Regel, aber da fällt dann halt viel weg. Ne? Da fallen die Baldachine weg und. Theoretisch sage ich es ja mal ja, aber dieser Wunsch wurde mir bis jetzt noch nie angetragen. Na, ich habe jetzt mal eins gesehen, denn die Schränke letztendlich werden ja auch benutzt. Das hier ist ja ein Haus. Viele Leute sind ja Monate unterwegs. Was erzählen denn die Menschen? Dieter, wenn ich mal kurz da hinsetze, ich zeige mal, das ist die Barversion. Man kann also entweder
dich da hinsetzen, dann komme ich mal etwas näher zu dir. So, ich kann mich zum Beispiel hier hinsetzen. Jawohl. Jetzt bin ich auf dem Fahrersitz und sehe den Dieter jetzt schön. Du hast ein schönes, offenes Gefühl hier. Kann man hier mal ein halbes Jahr in Spanien überwintern? Naja, oder drin wohnen. Also ganz ehrlich, wir haben da wahnsinnig viele unterschiedliche Kunden, die hier selbst in so einem Fahrzeug komplett leben. Das ganze Jahr. Das Überwintern in Spanien, das ist überhaupt kein Problem. Deswegen haben wir auch sehr, sehr viele von unseren Kunden, die fahren im Sommer wie die Zugvögel Richtung Süden und überwintern, nützen das schöne Wetter aus oder entgehen unserem Schmuddelwetter in Deutschland sozusagen. Und die kommen dann wieder im Frühjahr und das macht ganz viele. Ja. Also man kann das natürlich zum Wohnen, so ein Fahrzeug nehmen. Oder so wie wir es halt machen, wenn man noch zum Arbeiten geht, dass man versucht, so lange wie möglich Urlaub zu machen oder auch mal Wochenends wegzufahren oder im Fahrzeug auch mal länger zu leben. Also ja, das machen sehr viele. Viele Leute wissen ja gar nicht, was sie sich mit Camping antun. Was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt Unsicherheit besteht bei einem Lebenspartner, der zum Beispiel sagt, ich weiß gar nicht, ob ich mich da mit vielen Leuten auf den Stellplatz stellen will. Ich weiß auch gar nicht, was ich reden soll. Ich bin noch gar nicht vielleicht so kommunikativ. Gibt es da eine Empfehlung? Weil der Mann will es unbedingt. Das ist eine schwierige Frage. Also ich sage mal, wenn die Frau erfahrt, jetzt könnt ihr nur aus der Erfahrung erzählen, nach 25 Jahren, wenn die Frau nicht will, hat der Mann keinen Spaß. Ja. Ganz klar. Und ich denke mal, andersrum wird es ähnlich sein, aber das ist so immer ein wichtiges Indiz auch für einen Verkäufer. Man muss die Frau mit abholen, weil die ist diejenige, die dann einfach das Ganze letztendlich auch entscheidet. Eine ganz klare Erfahrung. Sonst steht das Ding vor der Tür und wird nicht benutzt. Und man hat keinen Spaß damit. Also das muss schon ein Hobby sein, das beide mögen, das beide gerne machen. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass immer beide entscheiden, ob sie so ein Hobby machen möchten. Wenn man es noch nie gemacht hat, ist schwierig. Es ist aber eigentlich auch kein Risiko, wenn man das Geld investieren möchte und merkt nach einem Jahr, wird doch nicht unseres. Hat man heute zum Beispiel kein Geld kaputt gemacht, weil die Autos jedes Jahr einen Wert steigern und nicht irgendwie Wert verlieren. Deswegen, man kann es probieren und geht eigentlich kein finanzielles Risiko ein. Das ist so, man kann es jederzeit wieder weg, wenn man dann wieder einen Bauplatz hat, wenn man ein anderes haben möchte. Wenn das kann man, ja auch sein, wenn man ein anderes haben möchte. Wenn einer sagt, der hört auf oder das war jetzt doch nicht das, was ihnen Spaß macht. Und ich glaube, während Corona hat man das ganz oft gehabt, weil da war oder ist so ein Reisemobil einfach ja, besser gewesen für die Leute, weil sie nicht auf große Kreuzfahrtschiffe oder Omnibusreisen oder Flugreisen machen müssen und in Hotels unterwegs sind. Und das sind ganz viele, die das mal probiert haben. Die meisten bleiben dran hängen, aber es wird sicher auch welche geben, die sagen, nee, ist doch nicht unseres. Wie gesagt, Auto wieder verkaufen, der Nächste freut sich und finanziell hat man dadurch keinen Schaden erlitten. So, ich habe jetzt mal ausnahmsweise für den Dachhimmel kein Leder genommen, weil ich gemerkt habe, dass die Akustik deutlich trockener ist, wenn du Stoff nimmst. Also das war so der, ich hatte vorher Leder und du merkst, dass du hast einen leichten Hall, hast du im Moment noch. Ja. Das ist ein bisschen trockener. Es sind so Kleinigkeiten, die man wählen kann. Ja. Aber eine, ich sag mal, große Sache ist natürlich das Fahrwerk. Und da bietet ihr eine Option an, die du wirklich fast immer mitverkaufst. Das ist dieses Active Air System, das du hier einschränken kannst. Wenn man eine Vierkanal-Luftfeder wählt. Vierkanal-Luftfeder. Wählen die Leute oft Vierkanal? Ja, das ist auch wieder, das ist immer das schwierigste Thema, muss ich sagen, wenn man in die Beratung von einem Fahrgestell als Hinterachsluftfeder oder Vierkanalluftfeder geht. Das ist so eine Geschmackssache. Der eine mag es, der andere mag es weniger. Der hat jetzt zum Beispiel die Vierkanalluftfederung drin. Von hier aus kann ich die Sonderfunktion erheben, senken, Vorderachse, Hinterachse, seitliches Anneiger, Parken und so weiter einstellen. Und ist sehr komfortabel, eine Vierkanalluftfeder. Aber Empfehlung, und auch das machen wir, wenn sich einer nicht entscheiden kann, er muss mit so einem Auto fahren. Mit beide fahren, also auch mit der Hinterachsluftfeder und mit der Vierkanalluftfeder. Und dann entscheiden, was einem zusagt.
Und wenn man dann eine Vierkanal-Luftfederung hat, dann muss man aus meiner Sicht auch nochmal Active-Air mit dazu bestellen, weil das ist so ein adaptives Fahrwerk, das dann bei der Seitenneigung oder wenn das Auto beginnt einzusinken in einer Kurve oder im Kreisverkehr, wird es sofort wieder stabilisiert. Macht das Fahrwerk härter. Und ja, also das wäre für mich schon nahezu eine Pflichtoption bei der Vierkanal-Luftfederung. Also ich habe es immer ohne gefahren, das geht. Mhm. Das ist nur so, dass man immer angesogen wird von den LKWs. Ja. Also das passiert relativ oft. Das hast du zum Beispiel mit einem großen LKW nicht so. Ja. Das ist dann auch minimiert, oder? Oder Seitenwind, wenn du zum Beispiel. Also die Active Air verhindert ja irgendwo, dass ein Auto zu neigen beginnt, ne, oder einzusinken auf irgendeiner Seite. Da sind Sensoren drin, die messen die Fahrstabilität und im Millisekundenbereich wird dann der Stoßdämpfer im Endeffekt entweder härter oder weicher eingestellt und das verhindert praktisch dieses Einsinken. Das heißt, ich habe ein sportlicheres Fahrverhalten dann auch? Ja, ja, im Endeffekt ist beim PKW wäre das die Sporteinstellung. Ich glaube, das heißt bei uns auch, ja, das ist auch Sport. So, ich habe diesmal auf den Fernseher verzichtet. Das liegt aber auch daran, ich habe ihn nie benutzt. Das war wirklich schade. So. Ja, passiert. Das sind tolle Fernseher. Ich mach mal bitte. Denn dafür bist nämlich du jetzt verantwortlich. Ja, so kann man das nicht sagen. Doch, so kann man das sagen. Du und der Reinhard, du hast dich so lange beschwert, bis... Ich habe so lange drum gekämpft, bis er in meinem Palace damals ein 40 Zoll eingebaut hat. Und da war immer diese Lautsprecher im Weg. Wir hatten früher immer noch so ein Soundsystem mit dabei. Und aus dem Grund hat dieser Fernseher nicht in diesen Schrank reingepasst. Weil man ja versucht hat, auch hier so wenig wie möglich Individualität zu machen, sondern einen standardisierten Schrank zu bauen. Ja. Und ich war immer der Meinung, da muss ein 40 Zoller reinpassen. Und ich sage mal, große Fernseher, die sind modern. Natürlich komme ich auch mit einem 32 Zoll Fernseher klar, aber wenn der Platz da ist, einen 40 Zoll einzubauen, habe ich mir da aber blaue Augen geholt. Dann hat er gesagt, dann machen wir es in Gottes Namen. Und Gott sei Dank, jetzt ist er seit geraumer Zeit zum Standard geworden, dieser 40 Zoller. 40 Zoll, also mittlerweile in vielen, habe ich jetzt gesehen, Carthago und so weiter und so fort, die haben 40 Zoller teilweise im Einsatz. Ja. Ist natürlich in so einem großen Liner auch kein Problem, weil du den Abstand auch einhalten kannst. Ja. Und mittlerweile auch gar nicht mehr das Thema, weil die Auflösung ja so super ist mittlerweile. Ja. Jetzt. Vielleicht noch, was bei dem toll ist, der hat ein abgesetztes Steuergerät. Das heißt, was wir sehen, ist nur der Monitor. Ja. Und über ein 40-poliges Kabel ist der verbunden mit einem Steuergerät, das hinter. Das heißt, der ist ganz flach. Der sitzt dahinter drin. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Jetzt zeigt doch nicht das Geheimfach, was das alle haben. Das ist nicht schlimm, das kann man doch zeigen. Ja, okay. Und hier hinter, auf der Seite, da sitzt das Steuergerät. Echt? Das heißt, der ist flacher jetzt, der Fernseher? Der ist flacher, genau. Also ist relativ flach und deswegen kann man den natürlich mit diesem Lift wunderbar bedienen. Fertig. 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 Auch eine Sonderoption, diese Glasvitrine. Haben wir jetzt neu im Programm. Ziemlich schick. Ja. Auch das sind Geschmackssachen. Ne? Der eine will es zuhaben, der andere will die Gläser sehen. Man könnte beides anbieten. Toller Grundriss, muss man sagen. Mhm. Denn es fällt gar nicht auf, dass er nur, was hat der, 8,99? 8,99 lang ist. Genau. Die Küche, das habe ich soweit verstanden. Du hast jetzt hier ein Raumbad. Ich habe mich für das Bad entschieden mit Toilette einzeln. Diesmal habe ich noch nie gehabt vorher. Hat ja der Luft so nicht anders. Also gibt es nur so. Außer man hat ein FB, da kann man das dann mit einem offenen Badezimmer nehmen oder mit der offenen Toilette. So, hier, das habe ich jetzt auch. Kühlschrank, Mikrowelle habe ich jetzt mal mitgebracht. Ihr habt mir extra eine Steckdose geholt. Ich hatte schon eine vom letzten Palace. Ging. Mhm. Und das ist vom Strom her, ist die Mikrowelle kein Problem für den Wechsel. Doch, auch. Also das ist natürlich auch, das ist eine Mikrowelle und ein Backofen. Und generell gilt, alles, was warm wird mit elektrischer Energie, braucht viel Strom. Mhm. Also so ein Backofen, wenn der auf 220 Grad aufheizt, hat er, wenn ich es jetzt richtig weiß, 1450 Watt. Circa 1500 Watt. Das heißt, wenn der in Betrieb ist und ich backe einen Kuchen, der, was weiß ich, eine Stunde braucht. Komm, wir machen mal eins. Wir machen den mal an. Mach den nur mal an, guck mal, ob nichts drin ist. Und dann zeige ich mal gerade, hier sieht man, das ist jetzt, wie es hochgeht wahrscheinlich. Müsste aber erstmal der Wechselrichter ist eingeschaltet. Ist an. Aber das Auto ist an Strom, deswegen sieht man das nicht. Da müsste man das Auto jetzt nicht ausstecken. Ja. Weil jetzt holt er sich vom Landstrom. Der Strom. Da spielt es keine Rolle, weil
Dann habe ich es wie Steckdose 16 Ampere abgesichert. Steck's mal raus. Das war dann mal ich mach's mal, ja. So, steck's mal raus, dass wir nun mal zeigen, wie viel Strom da fließt. Das ist schon wirklich viel. Aber diese Stromsysteme sind dafür ja ausgelegt. Bedeutet konkret, jetzt müsste gleich... Ja, jetzt so, hat es einmal Klick gemacht. Wechselrichter ist ganz aus. So, dann schalten wir den mal ein. Habe ich gemacht. Ist er schon ein, jawohl. So, braucht jetzt 2 Ampere, braucht er gerade. Und jetzt machen wir mal hier Betrieb. Und jetzt wieder eine neue Einstellung. Heißluft. Zeiteinsteller. 10 Minuten. Und dann drücken wir mal Start. Das müsste jetzt die Mikrowelle sein. Oder? 126 Ampere. Sieht man es, ne? Wie er hoch geht? 126 Ampere. Genau. Also das bedeutet, aus der Batterie fließt jetzt in dem Moment 124 Ampere raus. Und jetzt kann man ausrechnen, wenn man das eine Stunde macht und hat eine 340 Amperestunde Batterie, dann ist die knapp über die Hälfte entladen. Mhm. Nach einer Stunde. Okay, wenn ich jetzt Solar habe zum Beispiel und mache das mal eine Stunde und habe den Rest am Tag Sonne, dann ist es auch kein Problem, dann wird die wieder voll. Dann lädt die wieder nach, aber die Solar kann nie so viel nachladen, wie jetzt mit solchen stromstarken Verbrauch rausziehen können. Ich habe sie wieder ausgeschaltet. Okay. Die läuft noch ein bisschen nach. Okay, das habe ich verstanden. Also obendrauf sieht man ja jetzt, das ist die Solaranlage. Empfiehlst du Solar immer? Ja, also empfehle ja. Also wenn man möchte, dass man relativ autark mit so einem Auto unterwegs ist, also Empfehlung immer 4 Solarplatten und ein Elektropaket. Hm. Und alles, was ich dann noch on top wähle, habe ich dann eine Spitzeausstattung. So, jetzt hast du hier das Komfortbedienteil. Ja. Ich habe hier nur das Einfache im Loft drin, aber das macht dasselbe an. Das macht das Gleiche. Ist im Endeffekt identisch. Man hat hier die Hauptschalter fürs Licht, für die Druckwasserpumpe, fürs Multimedia, für den Fernseher, ISX. Und hier für diese Umpumpfunktion von Abwasser in Fäkalientank, das wäre der Knopf. Hm. Und über Info kann ich dann die Füllstände abfragen von den einzelnen Batterien nochmal, von den Tanks. Und wenn ich dann nochmal drauf gehe, dann zeigt er mir das auch in Prozent an, was jetzt zum Beispiel im Fäkalientank logischerweise 0%. Hm. Da haben noch keiner reingemacht. Diese Kommwirksonden kann man das fast litergenau anzeigen, oder prozentgenau. So habe ich jetzt nicht gewählt in dem Fall, weil ich hatte es am Anfang, ist es glaube ich 25%, 0, 50 und 75 und 100. Und beim das Luft sind es 30. 30. 30, 60, 90. Ja. 30, 60, 90. 100, geht auch, aber das andere hat auch funktioniert. Jetzt kann man an eure Tanks nicht ran. Ihr habt keine Revisionsklappen. Mhm. Warum habt ihr keine Revisionsklappen, wo ich von oben auf den Tank gucken kann? Der Hauptgrund ist, weil es nicht schön ist. Das heißt, wenn ihr einen Fußboden habt mit diesen Klappen drin, dass ihr oben in den Tank reinkommt, dann sieht es einfach nicht schön aus. Wenn der Kunde sagt, ich möchte das haben, dann bauen wir die ein. Kostet dann extra, wenn man das haben möchte. Der Hauptgrund, weshalb wir es nicht haben, ist, weil wir in den Tank überhaupt nichts drin haben. Das heißt, es sind alle Sonden außerhalb vom Tank. Da entweder, kommt man von außen ran. Ne? Entweder hat man Ultraschallsensoren drin im Standard, die diese Füllstände messen, oder man hat diese Comwirk-Sonde, die über Druck die Füllmenge messen. Und früher hatte man in der Tanks diese Schwimmer drin, die dann immer mal wieder verschmutzt waren, und dann musste man an der Tank ran und musste den reinigen. Also das Ultraschall geht so wie dieses Anzeigerät bei den Gasflaschen. Ist das so ähnlich? Ja, ist ein ähnliches System. Also von außen am Tank sind dann praktisch diese Ultraschallsensoren. Und die zeigen es dann ein bisschen grober an, also in 25% Schritte. Ja, und die Comwirk-Sonde, die messen der Druck, und die zeigen es dann ja litergenau an. So, jetzt habe ich hier eine besondere Kochfunktion. Da sehe ich jetzt keine Gasflamme mehr. Ja. Da habe ich bei mir 3 Gasbrenner. Ist das hier auch Gas? Ja, also es ist ein Gaszerreinfeld, also ein Solgasfeld. Da war der Wunsch der Kunde relativ groß, dass man mal Alternative anbietet, weil das Gasfeld, tolle Sache, aber es lässt sich einfach schwer reinigen. Das ist eine schicke Sache, nimmt aber sich selber viel Platz weg an der Stelle. Funktioniert mit Gas, also ähnlich wie ein Elektrozerreinfeld, hat man hier ein Gaszerreinfeld. Und jetzt kommt so ein bisschen der Nachteil bei dieser Geschichte. Es dauert unheimlich lang, bis sich diese Platte aufheizt. Und es dauert unheimlich lang, wenn sie mal heiß war, dass sie wieder abkühlt. Sieht aber schön aus. Es sieht schön aus, ja, das ist oft so im Leben. Ne? Was schön aussieht, muss nicht immer toll sein, aber... wie gesagt, funktioniert, sieht klasse aus, lässt sich prima reinigen, aber von den Funktionen her ist nicht so ideal wie jetzt der offene Gasflamme, weil auch hier
hinten sehr viel Hitze rauskommt. Also wenn man da drüber fasst, muss man aufpassen, dass man sich die Hände nicht verbrennt. Das ist auch eine Geschichte, die man beachten sollte. Ich habe hier Zwangsentlüftungen drin, wenn ich mit Gas koche und so weiter. Wo sind diese Zwangsentlüftungen? Wo sind die überall? Die sind oben in den Dachlogen drin zum Beispiel. Also die Dachloge, die hat jetzt keine Dichtung. Das heißt, da ist immer noch eine Entlüftung mit dabei, sodass immer Luft im Fahrzeug zirkulieren kann. Mhm. Das sind die Zwangsentlüftungen in den Autos. Okay, das ist auch Pflicht, muss man machen. Das ist Pflicht, ja. So, genau. Jetzt sieht man hier, da ist die Kaffeemaschine platziert. Mhm. Das ist in Ordnung. Jetzt habe ich hier zwei Spülbecken mit drin. Mhm. Warum zwei? Als Abtropfbecken. Ah. Also ich finde es ganz geschickt, muss ich sagen. Oder ich kann immer nur sagen, was machen wir, wenn wir spülen. Dann packen wir hinten das nasse Geschirr rein. Das könnte dann schön abtropfen. Und mir läuft das Wasser nicht über die Platte drüber. Deswegen zwei. So große Schränke sind ganz wichtig. Man kann aber vielleicht auch nochmal, wenn einer sagt, er will das partout nicht haben, kann man das auch ohne diese zusätzliche Spülbecker bestellen. Okay. Mülleimer gibt es auch? Ja, klar. Sogar mit Mülltrennung, der sitzt hier drin. Sag mal, hier diese Dinger, die da oben drauf sind, was mache ich denn damit, wenn ich die nicht brauche? Gibt es einen Platz? Da gibt es einen Platz dafür. Da habe ich glaube 10 Jahre gebraucht, bis ich den gefunden habe. Und zwar hier oben sind solche U-Schienen drin. Und da kann man die reinlegen, reinschieben und dann sind die weg. Das habe ich nicht gewusst. Ich auch nicht. Lang nicht, sagen wir es mal so, bis man es mal ein Kollege gezeigt hat. Und oft, wenn dann hier mal Platten fällen, dann liegen die da unten drin. Darf ich euch eine gute Einsatzmöglichkeit für dieses Teil da zeigen? Immer. Ja. Also, wenn du das mal nicht brauchst und du guckst abends im Bett Fernsehen, dann nehme ich das immer, leg das hier hin, mach da mein Glas drauf und dann kann das nicht mehr umkippen. Gute Idee. Okay, stimmt. Da bin ich jetzt noch nicht drauf gekommen, weil... Weil du hast keine Ablagen fürs Glas hier. Und das ist, ich sag mal, das ist der Grund, weil das die Fahrzeugplatte komplett fürs Bett genutzt wird. Ja. Und da habe ich das immer genommen oder morgens einen Kaffee habe ich mir genommen, habe ich da drauf gemacht. Auch jetzt konnte ich noch mal was lernen. Das probiere nächste Woche gleich aus. Ja, das ist so. Ja, gehen wir noch mal kurz nach vorne. Das ist spannend. Die Beratung bei dir wird ja erheblich erleichtert durch die Videos. Also die Leute sehen die ganzen Grundrisse, die können alles sich nochmal angucken. Ihr habt 3D-Grundrisse, die sind sehr praktisch, wenn du zum Beispiel verschiedene Holzwelten mal zeigen willst, wie wirken die? Weil habt ihr hier möglichst viele Holzwelten oder Wohnwelten habt ihr hier in allen Autos verbaut? Also ich sage mal, wenn ein Kunde hierher kommt und irgendwas sucht, findet man in der Regel alles, was man zeigen könnte. Was man nicht zeigen könnte, das sind oft bestimmte Kombinationen von Holz mit unterschiedliche Lederfarbe-Varianten, weil das wählt jeder individuell. Wir haben im Endeffekt 3 Wohnwälder. Das wäre diese Wohnwelt Trend mit Palisanderholz. Das wäre die dunklere Variante. Da sind immer diese helle Oberflächen mit dabei. Dann gibt es das hellere Holz, Aralie nennt sich das. Das gibt es auch mit diesen hellen Oberflächen, nennt sich dann Wohnwelt Live. Und dann gibt es noch Kaschmir. Da wird diese Front anstelle weiß so im Sommer sanften Grau ausgeprägt. Das habe ich jetzt. Ich habe jetzt Kaschmir gewählt. Sieht toll aus, ja. Also auch das ist Geschmackssache, wie alles klar. Ja. Also wenn man harmonisches Auto haben möchte, dann ist es oft mit diesem Live und einem Kaschmir und vielleicht einem steingrauen Leder oder mit Off-White-Leder. Dann hat man tatsächlich ein sehr harmonisches Fahrzeug. Wenn man so ein bisschen Kontrast möchte, so wie jetzt das Fahrzeug, hat relativ viel Kontrast. Dann kann man andere Farbe wählen. Habe ich letztes Mal gehabt, muss ich sagen, fand ich am Anfang ganz toll, aber ist auf Dauer, war es mir ein bisschen zu hart. Ja. Ich sage, das sind Dinge, da kann man auch wirklich schwer oder schlecht beraten, weil Geschmäcker, die sind individuell. Wirkt aber sehr modern, wenn du erstmal hier reinkommst, bist aber man muss ja auch an Jahre denken. Also es ändern sich auch Modetrends, das muss man auch sagen, das sehen wir bei den Möbeln zu Hause, irgendwann hat man sie auch mal satt gesehen. Dann werden sie mal wieder dunkler, mal wieder heller. Und so ist bei den Reisemobilen das Gleiche. Schon nichts anderes wie eine Wohnung. Was hier für ein Schrank? Da haben wir jetzt dann, also das ist der Vorteil wieder bei dieser B-Variante, hat man immer hier auf der Seite nochmal einen Teilkleiderschrank. Das heißt, ein schmaler Kleiderschrank. Bei der Barversion? Nee, beim B-Grundriss. Also 88 LB. Ja. Hier lange Couch, 30 cm mehr. Habe ich immer hier neben dem Kühlschrank nochmal einen 30 cm Kleiderschrank. Warum?
Weil der Mann ja schließlich auch einen Schrank für sich braucht. Nee, aber wo kommt der Platz her? So, der Platz, okay. Also, wenn man jetzt einen Grundriss will, den 85L, den gibt es ja. Der hat 8,70 Meter Länge. Da ist hier die Couch 30 cm kürzer auf der Seite und auf dieser Seite fällt dieser Schrank weg. Also wenn ich 8,99 habe, habe ich immer diesen Schrank? Dann habe ich immer beim 88LB hier diesen Schrank mit dabei. Also okay. Immer wenn ich einen B-Grundriss habe, auf der Seite immer dieser schmale Schrank mit dabei. Sag mal, wenn ich partout einen anderen Kühlschrank haben möchte, kann ich ihn kriegen? Einen Absorberkühlschrank bieten wir noch an. Nee, einen anderen. Was heißt das? Ein elektrischer, ein Kompressorkühlschrank, ein Haushaltskühlschrank. Einen großen? Ja, da hast du halt das Problem, wir haben hier einen 50er-Schrank und die Haushaltskühlschränke haben in der Regel immer 60er. Wenn ich sage, ich brauche den Schrank hier nicht, kann man darüber reden? Man kann darüber reden, das wäre halt ein Sonderbau. Geht das bei euch? Wenn man weniger Aufträge hat, geht es eher, als wenn man die Produktion komplett voll hat. Und muss dann, weil wir bauen keine Autos mit der Stichsäge oder von Hand, sondern das sind alles Autos, die werden in CAD geplant und alle Teile werden in CAD-Maschinen oder in CNC-Maschinen gefertigt. Kann ich ja später nachrüsten. Nachrüsten geht immer, da braucht man halt einen Schreiner, der sowas macht. Aber ich sage mal, diesen Standard oder andersrum gesagt, so ein Haushaltskühlschrank, den bieten wir ab dem Empire an. Also ich kann zum Beispiel einen Siemens, einen 60er Kühlschrank immer im Empire mitbestellen. Es ging mir darum, früher war der Dometic größer. Das okay. Weißt du noch, der alte. Der war zwar nicht so schön, aber er war größer. Ja. Wenn du den mal kurz mal öffnest, da werden jetzt alle sagen, du Sven, du hast einen Knall, der ist doch riesig. Aber der alte war trotzdem größer. Der war nochmal größer, der war auch ein bisschen tiefer. Ja. Muss man sagen, ja. Der war ein bisschen tiefer und Kannst du mir mal verraten, wie du diese Einlagen rauskriegst? Ja, da gab es, glaube ich, erst ein Video, das muss man drehen. Hier können wir das drehen, siehst du? Ja, und dann? Und dann kannst du mit ein bisschen Gewalt die Einlage nach vorne rausnehmen. Die muss so nach vorne gedreht werden und dann musst du das rauslotteln. Ich mache das jetzt nicht, sicher nicht. Es geht nämlich nicht. Es geht, aber echt? Mit ein bisschen Gewalt, ja. Okay. Aber so richtig schlau ist es nicht gemacht, ja. Okay. Ich kann hier schon die Höhe einstellen, aber ich muss noch ein bisschen Gewalt anwenden. Ich habe es noch nie geschafft, muss ich sagen. Ja. Und ich wollte es nicht kaputt machen. Aber du sagst, es geht. Das geht, ja. Okay. So, nochmal mit roher Gewalt geht viel. Sehr schön. Also das ist übrigens einer der meistverkauften Kühlschränke der Welt in Wohnmobilen. Sogar in Amerika läuft er. Aber ich fand ihn halt ein bisschen kleiner. So. Okay. Aber dafür hat er den Vorteil, geht auf zwei Seiten auf. Zeig mal. Ja. Riese Mehrgewinn. Ne? Wenn man nachts Durst hat, kann man vom Bett aus direkt den Kühlschrank bedienen. Habe ich bloß nie gemacht, weil ich nämlich... Ich sage immer so, das wird nicht alles so geschickt, aber die Frage ist immer, wer braucht es? Also. Nee, weil das so gewohnt ist. Ich mache immer links auf und dann... Ich mache es auch immer so auf, das stimmt. Was das krass ist, ich finde die Sachen nicht mehr, wenn ich von der anderen Seite aufmache. Dann sind sie plötzlich weg, ne? Die sind da spiegelverkehrt, ja. Das ist, komm, wir gehen mal rüber. Okay. Das Bad, das kenne ich, das ist riesengroß. Ja. Der Nachteil ist, du hast mehr zu putzen. Ach, okay, ja. Also man hat genauso viel zu putzen, wie wenn ich die Toilette hier im separaten Raum drin habe, weil das kann ich ja auch wählen, ob ich die Toilette im Badezimmer haben möchte. Dadurch wird das Raumgefühl größer. Und wenn jemand sagt, das mag er partout nicht, dann kann ich auch tauschen. Dann wird die Toilette auf der Beifahrerseite eingebaut, das Waschbecken wandert auf die Fahrerseite und hier kommt eine Tür dazu. Das wäre dann die Luxusbad-Variante mit Dachfenster und mit Seitenfenster. Habe ich jetzt ein Luxusbad? Du hast jetzt ein Luxusbad, absolut. Okay. Das ist ein Premiumbad, das andere ist Luxusbad. Ich habe jetzt ein Premiumbad. So. Jetzt hast du ein Luxusbad. Stehhöhe, was haben wir hier in dem Auto? 2,04 Meter hat der Palace. Wenn ich größer bin, was mache ich denn da? Ein Kunde von diesem Jahr, der hat 2,03 Meter. Ja. Und das war schon eine kleine Herausforderung, erstmal für ihn ein Fahrzeug zu finden und dann das auch so zu konfigurieren, dass er damit klarkommt. Also da ging es ja schon im Bett los. Die Bette haben in der Regel 2 Meter, haben wir eine tolle Lösung gefunden. Ja. Mit einem 90 LS, kleinerer Schrank, dafür längeres Bett. Aber trotzdem hat natürlich bei 2,03 Meter Stehhöhe, da stehen die Baldachine trotzdem rein, weil das Auto selber hat, ich meine, es sind 2,06 Meter. Der Luft hat 2,02 Meter, der Palace hat 2,06 Meter. Lass mich raten, ihr habt die weggelassen. Oder war es weggelassen? Die Baldachine. Die Baldachine, ne? Die sind trotzdem drin, man muss halt den Kopf einziehen, wenn er da kommt. Aber man hat versucht, so viel wie möglich dann das angenehm zu gestalten bei der Größe. Ich habe 1.500 Euro mehr investiert und habe diese Einbuchtung nicht mehr.
Das hat mich nämlich immer gestört. Ich lag immer mit den Füßen hier drin. Ja, mich auch. Also mein erster Palace 88,5B hatte auch dieses Bett. Ist sehr bequem vom Einstieg her. Was tatsächlich dann beim Schlafen nachteiliger ist, ist, dass man immer in der Nacht, wenn man dann schläft, oder Fuß raushängt. Oder man liegt ganz links oder man liegt ganz rechts. In der Mitte hat man jede Menge Platz. Also ja, Geschmackssache. So komme ich bequemer rein. Und auf der anderen Seite mit der Liegewiese. Oder ich tue mich auch leichter, wenn ich die Betten beziehen muss. Das darf man nicht vergessen. Bei der Liegewiese ist es tatsächlich beschwerlicher. Aber das Liegen ist bequemer, wenn man mal drin ist. Ja, dafür kann ich Standard Bettbezüge verwenden bei der Liegewiese. Ja, ja. Aber gut, die kosten auch nicht die Welt. Na. Großer Schrank ist drunter, aber auch das kann man kriegen. Man kann hier praktisch diese Einbuchtung wegkriegen. Dann habe ich 2x2 Meter, was habe ich dann? 2,10 Meter auf 2 Meter. Die Breite, also jede Matratze hat 1,10 Meter, ich habe eigentlich 2,20 Meter Breite und 2 Meter Länge. So, du kriegst das Auto hier auch in 2,50 Meter Breite. Mhm. Ist das deine Empfehlung? Also durch die Bauweise bei der Palace, sprechen wir mal vom Palace, weil der Palace gibt es in 2,50 Meter oder in 2,40 Meter Breite. Der ist so toll gebaut, sage ich mal, auch die Möbel so weit wie möglich an der Außenwand montiert, dass man einfach hier ein großzügiges, breites Fahrzeug hat. Wenn man jetzt nochmal 10 cm mehr hat, dann ist es wie in den Liner-Modellen. Breite macht tatsächlich sehr viel aus, was das Raumgefühl angeht. Die 10 cm, die kosten ja ein bisschen was. Ja, die kostet 5.000 Euro und ganz klar, ich muss die White Axle mit dazu nehmen. Die liegt auch bei 7. Die große Achse vorne für die Fahrt. Die breite Achse, ja. So, also das ist er, der 88LB. Wir sind zusammen mit Dieter Glasbrenner. Wir wollten es ja vermeiden, aber wir wollten euch diesen meistverkauften Morello mal professionell zeigen lassen. Wir könnten locker, und das ist kein Witz, noch 3 Stunden hier reden, allein über das Thema Auswahl von Ledern. Mhm. Ihr habt also nicht nur Lederfarben, ihr habt sogar noch Strukturen, die ich wählen kann. Das wäre diese Royalpolsterung, die wir hier sehen. Hat man aus dem Grand Empire, da hat man die mit drin und die kann man auch wählen für alle anderen Fahrzeuge. Seit wann? Seit es der Grand Empire gibt, ich glaube ein Jahr später, kam die Leute mit in der Sonderpreisliste mit drin und ich kann praktisch hier diese Royal-Lederpolsterung wählen, farbemäßig natürlich echt in Schwarz, in Weiß, in jeder Nuance, die es eigentlich gibt an Leder, haben wir da die Möglichkeit, so Auto zu konfigurieren. So, jetzt ist hier eine Automatik drin. Gibt es Leute, die den mit Handschalter kaufen? Nicht bei mir. Kann man den mit Handschalter kaufen? Man kann ihn mit Handschalter kaufen, aber das wäre ein kompletter Exode, weil das war früher öfters mal ein Thema, weil mit dieser Agile, dieser Automatik, die es früher gab, konnte ich nur 2,5 Tonnen ziehen maximal. Und die Agile war ein bisschen eine Krücke, das weiß nicht jeder. Seit es dieses ZF-Wandlergetriebe gibt, hat man, das war eigentlich für den Iveco in den vergangenen Jahren der größte Mehrwert, dieses Getriebe. Weil der fährt sich stufenlos wie ein PKW, schaltet wunderbar, kann 3,5 Tonnen ziehen, auch bei 210 PS oder bei 207 haben wir zwischenzeitlich durch die 6E. Und wir verkaufen sie eigentlich nicht als Schaltgetriebe. Das wäre halt, und wenn, dann versuche mit aller Gewalt der Kunde dazu zu überreden, das nicht zu tun. So. Das ist nämlich ganz wichtig. Das Thema Navigation. Ihr habt jetzt ein Garmin drin. Ihr hattet vorher, glaube ich, immer Pioneer. Alpine war drin. Das Garmin ist mit einer speziellen Software versehen. Ja. Wenn du es mal gerade anschaltest, geht das? Ja. Gibt es eine Taste und die Software? Die Software, das ging jetzt schnell. Die Software weiß die Höhe vom Fahrzeug. Klappt das zuverlässig? Zuverlässig, ja. Also wenn ich die eingebe, dann weiß die das. Also der ist jetzt noch nicht konfiguriert. Ich kann hier zum Beispiel, also es ist ja wie ein Tablet. Ich kann sogar das ganze Tablet, das ist ein 10 Zoll Display, runternehmen. Echt? Ja. Das lässt sich wegnehmen und ich kann es auch praktisch hier machen. Musik läuft trotzdem weiter. Ich habe ja auch das Soundsystem mit dabei, die Rückfahrkamera ist mit drin, alles. Und ich kann auch das Gerät bedienen, wenn ich es nicht aufgesteckt habe. Es wird über ein starker Magnet gehalten. Der kann auch Spotify und so? Der, ja. Ich sage, das ist wie ein Tablet im Endeffekt. Oh.
Das stark ist aber das ich sag mal, Navigationssystem. Garmin kennt man aus dem Flugzeug, aus der Schifffahrt, ja. Aus, die bauen professionelle Systeme. Wie ist das System? Habt ihr da Stress mit dem neuen? Überhaupt nicht. Also es war ganz am Anfang, hat es ein bisschen gedauert, bis diese Rückfahrkamera funktioniert hat. Aber zwischenzeitlich hat man die Software so angepasst, dass sie auf unsere Fahrzeuge passen. Du siehst, wir haben das Radio mit drin, wir haben Kamera mit drin, wir haben das Navigationssystem mit dabei. Kann hier dann über diese Einstellungen, er fährt gerade noch hoch, über die Einstellungen dann die Länge, die Breite, die Höhe vom Fahrzeug konfigurieren, das Profil anlegen, da legt man das Fahrzeugprofil an. Warte, sag mal. Na, da kann ich das Fahrzeugprofil anlegen. Und da ist jetzt zum Beispiel eingeben, Wohnmobil mit 8 Meter Länge, 7,5 Tonnen, 2,50 Meter Breite und 3,25 Meter Höhe. Mhm. Ich kann das aber natürlich auch einstellen, wenn ich da drauf gehe. Kann das Gewicht einstellen, die Gesamtlänge, das maximale Tempo und so weiter. Und Software-Updates? Und was nochmal wichtig ist, ja. Weil das hat früher auch nicht funktioniert, ein Wohnmobil hat ja eine Ausnahmegenehmigung, dass man zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen 100 fahren darf. Ja. Das hat zum Beispiel das Alpine lange nicht gekonnt. Weil dann zeigt es ja, dann gibt er ja auch immer eine Warnung aus, wenn man über oder wenn man 90 gefahren ist. Ne? Mhm. Also das hat man hier in dieser Software alles mit dabei. Es sind Campingplätze mit drauf, es sind sämtliche Stellplätze mit drauf. Der macht immer wieder Updates, Karte-Updates mit dabei, alles. Also ein tolles System, es klingt auch gut. Ja, hat einen tollen Sound, muss man sagen. Ihr habt das Soundsystem verbessert vor einigen, war es letztes Jahr oder? Ja, bei den 2022er Modelle hat man diese Boxer oben eingebaut, also vor dem Fahrer Richtung Windschutzscheibe. Und hat hinter unten nochmal diese Bassboxen mit dabei. Also vom Sound her zum Fahrer, genial. So, hier ist auch noch das Lenkrad, das abnehmbar. Wenn es nicht zugeschlossen ist, ist zugeschlossen. Zugeschlossen, so, das kann man abnehmen. Das kann man dann wegnehmen und hat dann die Möglichkeit, diesen Fahrersitz fürs Wohnen bequemer zu stellen. Okay, die paar Zentimeter spare ich dann und dann komme ich da besser rum mit dem Sitz. Genau. Oder kann ihn tiefer machen. Ich kann das Lenkrad auch verstellen. Ne? Ich kann es in der Neigung verstellen, ich kann es in der Höhe verstellen. Mhm. Das Lenkrad ist jetzt heute schon kleiner als die erste Lenkräder, die abnehmbar war. Es ist unter abgeflacht. Das geht auch so, muss ich sagen, ohne dass man das Lenkrad wegnimmt. Aber wenn ich es dann wegnehmen kann, kann ich den Stuhl noch mal bequemer positionieren. Sehr schön. So, hier vorne sieht man, da ist das Navigationssystem. Ja, jetzt habe ich einen Loftliner, der hat keinen Multifunktionslenkrad. Oder kriegt man das beim Loftliner? Nee, der hat es nicht. Der hat es nicht. Das hat der Iveco. Von hier aus werden auch sämtliche Assistenzsysteme gesteuert. Das heißt, ich kann von hier aus der Abstandsregeltempomat bedienen. Ich kann der Spurhalteassistent zumindest einschalten, ausschalten. Ich habe Bordcomputer drin, habe digitale Tachoanzeige und so weiter. Also ist recht modern gemacht heute. Und der Bereich ist praktisch alles, was Tempomat angeht, ausgelegt. Abstandsregeltempomat, da kann ich den Abstand einstellen. Ich habe einen Speed Limiter, also dass ich nicht schneller fahren kann als das, was ich eingestellt habe. Und von hier wird dann das ganze System bedient. Und hier kann ich den Bordcomputer bedienen. Ich habe unten nochmal Tasten mit dabei, da kann ich das Radio laut und leise machen, kann umschalten. So. Also, wir haben unheimlich komfortabel zwischenzeitlich. Alles. Vieles durchgemacht. Wir haben noch eine Besonderheit, die wollte ich euch mal zeigen. Normalerweise, wenn man hier aufmacht, sind da Telefonnummern drin. Hier ist jetzt, da vorne ist es. Das zeige ich jetzt mal, deck das mal ab hier, dass man das nicht so gut sehen kann. Es gibt nämlich einen technischen Notdienst, der sieht so aus. Und da kann ich fast Tag und Nacht anrufen. Sogar bis spät abends funktioniert das Ganze. Wie funktioniert das? Mittlerweile mehrere Leute sogar, oder? Ja, es ist immer ein Mitarbeiter, der abends Bereitschaftsdienst hat. Das heißt, wenn der Service seine Schicht beendet, ich glaube ab 17 Uhr, ist diese Notrufnummer dann besetzt. Und bis spät in der Nacht, die Zeiten stehen auch drauf, ich weiß nicht auswendig, da sitzt dann ein kompetenter Mitarbeiter. Wenn man irgendein Thema oder ein Problem hat, kann man dort anrufen. Und er hilft dem dann so gut wie es geht natürlich weiter. Und jetzt kommt wieder das Thema von vorher. Wenn ich jetzt in so ein Auto individuelle Systeme einbaue, dann weiß der gar nicht, was in so einem Auto verbaut ist und kann eventuell nicht helfen, irgendeinen Fehler, sagen wir mal, zu beheben oder Fehlbedienung.
Und deswegen für mich immer wichtig, wenn man sich so ein Auto bestellt, dass man auch die Systeme, die in so ein Auto verbaut werden, vom Lieferanten mit einbauen lässt und nicht nachträglich. Wichtig ist, die kann man sich ja nachträglich einbauen lassen, aber ihr habt Servicepartner von Morello, die autorisiert sind. Mhm. Ihr habt Neuvertragshändler, die sind automatisch Servicepartner. Ja. Und ihr habt hier im Werk eine Nachrüstwerkstatt. Das ist denn quasi auf Herstellerniveau? Also Nachrüstwerkstatt will ich sie jetzt nicht nennen. Wir sind nicht dafür. Also ich sage mal, die Werkstatt rüstet auch nach, aber das ist das, was sie am wenigsten machen. Die sind eigentlich dazu da, um für die Autos einen Service zu bieten. Ja. Auch innerhalb von der Garantiezeit, sagen wir mal, relativ schnell da zu sein, um irgendwelche Dinge zu beheben, Dichtigkeitsprüfungen zu machen und so weiter. Oder ja, irgendwelche Austauscharbeiter. Und natürlich rüsten die auch nach, aber ich sage mal, das Hauptgeschäft ist für die Autos einen Support zu bieten, dass die einfach, sagen wir mal, fehlerfrei funktionieren. Also ich fahre jetzt demnächst zu einem ganz großen Händler im Norden, der hat sich darauf spezialisiert, der kann zum Beispiel, wenn einer sagt, ich will noch mehr Solar, ich will noch mehr Batterien, der kann das machen. Aber es gibt auch viele, ich sag mal, freie Partner, da ist das oft natürlich auch ein Thema, wie gut machen die das? Oft wird das Dach ja angebohrt, das weißt du selber, das ist eine Schwachstelle. Ihr gebt 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie, wenn die Inspektionen eingehalten werden. Kulanz ist auch ein Thema. Wer hat es eingebaut? Wurde es nach Herstellerrichtlinien eingebaut und, oder? Ja, klar. Also es spielt immer alles eine Rolle. Ich sage mal, wenn nachher ein anderer oben das Dach komplett zupflastert mit Solarplatten, und das Dach kommt da vielleicht an Grenze oder es wird irgendwann mal so Hegefenster undicht durch die Schwingungen, die dann entstehen oder wenn die Platte direkt draufgeklebt wird auf die Dächer. Auch das ist ein Thema. Wir haben immer unsere Solarplatte, die sind immer mit Abstand drauf, dass die unterlüftet werden, klebt es einander direkt aufs Dach drauf und draußen hat es so wie die im Sommer in der Sonne 40, 50 Grad, dann heizt sich das unheimlich auf und das hat immer Auswirkungen auf die physikalische Eigenschaften von irgendwelchen Materialien. Und deswegen ist dann, wenn dann eine Reklamation kommt, guckt man dann schon mal, wer hat denn das jetzt gemacht? Kommt das von uns oder kommt es von jemand anders? Das ist ganz natürlich. Ja. Kann man bei euch so zum Beispiel Solar maximal bestellen, dass ich sage, ich will gerne das ganze Dach voll? Ja. Also alles, was technisch möglich ist, mit unserer Standardplatte, wir bauen die 130 Watt Platte ein von Büttner und es sollte in der Regel immer, sollte die paarweise verbaut werden. Wie viele kriege ich da drauf? Also beim 88er bringe ich 7, je nachdem, was ich jetzt auf dem Dach noch habe, die Klimaanlage und so weiter, das ist ja alles immer im Weg. Aber ich sage mal mindestens 6, maximum 8 beim 88er Fahrzeug. So, wir gehen mal kurz zu deinem Kollegen. Das ist er, 88 LB, heute 30. September. Wir holen heute unseren Loftliner ab. Hast du mal reingeguckt in meinen Loftliner? Nee, der war zugeschlossen. Der war zugeschlossen? Ich gehe nicht in fremde Fahrzeuge, so, ist ohne so. Autorisierung. Ist der hier schon verkauft? Nein, ich muss andersrum sagen, die Autos sind nicht zu verkaufen, sondern die nicht erstmal nicht zu verkaufen. Die sollen jetzt mal der Ausstellung dienlich sein und gehen, wenn denn, auch zum Händler nochmal zum Ausstellen. Weil wir könntet gerade alles, wir könntet mehr verkaufen, als was wir bauen können. Und wenn wir aber nichts zeigen können, dann wäre das die schlechtere Variante. So, ich zeig's mal. Also, hier haben wir den Morello 88 LB. Morello ist übrigens nicht italienisch, weil viele gesagt haben, der alte Luigi Morello hat das hier gegründet. Nee, das steht nämlich für jeweils Anfangsbuchstaben von Leuten, die das hier mit gegründet haben. 409.870 Euro. Mhm. Ja, Dieter. Wahnsinn, ne? Das ist schon viel Geld, oder? Für einen 7,5-Tonner? Ohne Zweifel. Aber der ist auch voll hier, oder? Ja gut, der hat natürlich, ich sag mal, der lässt keine Wünsche offen. Aber trotzdem... Da steht eine 4 davor. Egal wie, also beim Palace kommen wir in diesen Grenzbereich tatsächlich derzeit. So, und da würde sogar noch ein bisschen was gehen hier. Da könnte man noch ein paar Sachen einbauen, die noch ein bisschen... Na, ich glaube, der hat jetzt schon seine Grenze erreicht. Auch ja. Gewichtstechnisch. Also, trotz 7,5 Tonnen. Was hat er noch? Das könnt ihr nicht auswendig sagen. Also in unserer Konfigurationsdatei sieht man das. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der sicher noch so 800, 900 Kilo Zuladung hat nach der Masse im fahrbereiten Zustand. Schön. Ja? Dieter Glasbrenner, komm, wir gehen mal zu deinem Kollegen. Es gibt einen neuen Kollegen, muss man sagen, der Christian. Und der, mit dem werden wir heute mal einen Werksrundgang drehen. Der hatte bis jetzt gerade eben noch Kunden gehabt. Ich nehme an, der hat die immer noch. Schau mal, da vorne sitzt er. Da vorne sitzt er, da gehen wir mal besuchen. Der Christian, ist der nett? Ein toller Typ. Was passt da? Ein einheimischer Franke, netter Kerl.
ich kann ihn gut leiden. Du bist kein Einheimischer, Franke. Wo ich kommst du her? Reichschmeckter. Aus der Stuttgarter Gegend, wohne aber seit 2,5 Jahren jetzt in Schlüsselfeld. Und habe mich an das schöne Städtchen gewöhnt. Und an die Franken, das sind tolle Typen. Ja, du hast eine tolle Frau, die arbeitet auch hier. Mhm, genau. Da ist er. So mit dir werden wir jetzt mal ein Video drehen, gleich im Anschluss. Wir haben dich gerade gelobt. Wir haben gesagt, dass du sehr gut Hochdeutsch kannst. Oh, das war... War ein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, Schwiegereltern kommen ja aus Lichtenfels. Es ist so, du kommst aus Franken. Wo kommst du her? Ich komme aus Oberreichenbach. Das ist ein kleines Dorf, 30 Kilometer in diese Richtung. Was hast du vorher gemacht eigentlich? Ich war 12 Jahre bei Daimler Truck, habe LKWs verkauft. Das ist ganz gut. Jetzt ist das hier eine neue Branche. Der Dieter macht das schon seit gefühlten 100 Jahren. Meinst du, wirst das Level kriegen? Weil es ist ja doch recht komplex. Die Leute kommen mit vielen Fragen, weil viele haben viele Videos geguckt, oder? Ja, die gucken sich alle die Videos von dir an. Habe ich übrigens auch gemacht, ja. Echt? Um in die Branche reinzukommen. Also mit der Technik vom LKW kenne ich mich aus, von Fahrzeugen insgesamt. Ja. Bin seit 25 Jahren in der Branche tätig. Und ja, aber den Erfahrungsschatz vom Dieter habe ich natürlich noch nicht. So, ich habe dich eben gefragt, wir gehen gleich mal die Fertigung gucken. Ja. Kennst du dich ja aus, hast du gesagt, kein Problem, zeige ich dir. Das heißt, das war ein Crashkurs, hast du bekommen, oder? Ja, ich habe einen Crashkurs gemacht. Ursprünglich war eine Woche geplant. Ich habe dann gefragt, ob ich 3 Wochen machen kann, damit ich eben nicht mit weißem Hemd daneben stehe, sondern wirklich selber mitschraube. Und das habe ich dann auch gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Ja, da kriegt man einen ganz anderen Bezug zu den Fahrzeugen und auch zu den Kollegen am Band. Ja, 30. September 2022. Der Dieter sieht so aus, als könnte er in 10, 15 Jahren auch schon mal in Rente gehen. Wirst du dann im Wohnmobil leben? Nee, also im Wohnmobil leben würde ich nicht. Ich brauche immer meinen Platz, wo ich tatsächlich auch zu Hause bin. Ich freue mich auch immer wieder auf zu Hause, wenn ich unterwegs bin. Und Wohnmobil, ja, unheimlich gern. Aber wie gesagt, drin leben wäre jetzt nicht meins. Hast du eine Visitenkarte von dir? Ja. Kannst du mal holen? Ja. Komm, ich blende die mal ein, dass wir das mal sehen. Also wenn ihr ein Wohnmobil kaufen möchtet, der Dieter ist nämlich ein kommunikativer Typ. Und ich kann euch eins empfehlen, fahrt nicht in seine Scheune. Das kann ich euch nur empfehlen, denn der Dieter hat einige Speziallösungen, die er euch zeigen kann. Unter anderem gab es ja mal diesen 30 Zoll. So, und da sind die Kontaktdaten vom Dieter. Also wenn ihr ihn erreichen wollt, ruft ihn unbedingt vorher an, denn es macht keinen Sinn, dass man keinen Termin hat. Ihr könnt ja Stammbild machen bei den Kontaktdaten, ansonsten sage ich es nochmal 0171 176 7814. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, steht auf deiner Karte drauf. Ich habe dich belohnt mit einer German Television Tasse. Ja, da freue ich mich total. Ehrlich? Die Morello fliegt jetzt raus, jetzt machen wir 4 Wochen German Television. German Television. Dreh mal gerade, da ist das Logo auch. Da haben wir unglaublich Zeit und Muße für verbracht. Ungefähr 20 Minuten. Gruß noch an meine Kollegin Sandra, die hat die gemacht. Und ja, dann vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Gruß ich an deine Frau. Ich habe auch zu danken, Sven. Ich sage Grüße, du sagst auch Grüße. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ja, dein Sohn, in Anführungsstrichen, hat auch was Tolles. Der hat jetzt eine Aufbereitungsfirma, die Morello zertifiziert ist. Ja, er macht von Morello, haben sie eine Preisliste drin. Und zwar Keramikversiegelungen und der Bodenschutz und so weiter. Und es wird direkt vom Werk aus angeboten. Das heißt, vor der Übergabe an der Kunde kann er eine Keramikversiegelung bestellen oder einen Unterbodenschutz. Und wenn er dann das Auto abholt, hat er ein tolles Auto. Name von ihm? Jan Bauer. Jan Bauer. Fahrzeugaufbereitung Jan Bauer. Also bitte googelt das, Jan Bauer. Er heißt nicht Jan Glasbrenner, weil das ist der Sohn deiner Frau. Genau. So, und trotzdem, du hast ihn ja lieb gewonnen, ans Herz gewonnen. Da ist er, Dieter Glasbrenner. Ich bedanke mich bei dir. Danke, Sven. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Und wenn ihr mal Lust habt, kommt nach Schlüsselfeld. Die Öffnungszeiten hier von der Ausstellung? Die ist von 8 bis 17 Uhr offen, werktags, und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Darf man einfach kommen? Muss man Eintritt zahlen? Ja, im Augenblick muss man noch keinen Eintritt zahlen, aber wir können ja mal drüber nachdenken. War Spaß. So, tschüss. Danke dir. Ciao, ciao.